Als die amerikanische Schauspielerin Gaburi Sidibe als die schwerste Schwarze der Welt galt, wusste sie, dass sie etwas ändern musste. Aber du solltest sehen, wie sie jetzt aussieht. Gaburi ist eine amerikanische Schauspielerin, die in Brooklyn, New York geboren wurde. Sie hatte keine arme Kindheit, aber auch keine voller Geld und Extravaganzen. Ihr Vater war Taxifahrer und ihre Mutter Gospel- und R&B-Sängerin. Sie tourte nachts durch die örtlichen Clubs. Zusammen verdienten sie genug Geld, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Gaburi hatte schon immer schwere Knochen. Sie spielte draußen, rannte und sprang wie alle anderen Kinder, aber sie nahm nie ab. Vielmehr wurde sie im Laufe ihrer Kindheit immer dicker und dicker. Das lag zum großen Teil an ihren Essgewohnheiten. Sie aß, was immer sie wollte, wann sie wollte und am liebsten Kekse und Limo. Trotz ihres zunehmenden Gewichts ging sie aufs College, wo sie ihren Traum verfolgte, eine professionelle Schauspielerin zu werden. Zwischen den Vorlesungen ging sie zu vielen Castings und sie wurde auch zu einem Vorsprechen für Precious eingeladen, der vor seiner Veröffentlichung 2009 unter dem Namen Push bekannt war. Die Entwicklung half ihr, von einer bescheidenen, kämpfenden Schauspielerin zu einem bekannten Namen aufzusteigen. Ihr kometenhafter Aufstieg führte dazu, dass sie den Independent Spirit Award gewann und auch für den Golden Globe als auch den Academy Actress Award nominiert wurde. Je mehr Menschen Precious sahen, desto mehr Journalisten und Kritiker bezeichneten den Film als großartig, was nicht zuletzt an der unglaublichen Schauspielleistung von ihr lag. Precious gewann sogar Preise bei den renommierten Filmfestivals in Cannes und Sundance. Da der Film noch nicht in den Kinos angelaufen war, half TV-Megapersönlichkeit Oprah Winfrey bei der Werbung für den Film und rückte Gaburi noch mehr ins Rampenlicht. Es war wirklich eine unglaubliche Zeit in ihrem Leben. Alles ging im mörderischen Tempo voran und veränderte sich rasant vor ihren Augen. Aber trotz der vielen guten, aufregenden und unglaublich glücklichen Dinge, die in ihrem Leben geschahen, gab es auch viel Schlechtes. Durch die erhöhte Aufmerksamkeit für den Film begannen die Leute, ihr Gewicht zu kommentieren. Zu dem Zeitpunkt, als sie bei Precious mitspielte, wog sie um die 136 Kilo. Das war ein bisschen mehr als ein bisschen Übergewicht. Es gab sogar Kommentatoren, die sie als das schwerste schwarze Mädchen der Welt bezeichneten. Und das saß tief. Sogar eine bekannte Schauspielerin sagte ihr, sie solle die Branche verlassen, weil sie so dick sei. In Hollywood wird von Menschen erwartet, dass sie die perfekte Figur und Form haben. Schlanke, schöne Menschen bekommen mehr Jobs als übergewichtige oder unattraktive. Das ist einfach grausam und unfair. Es ist etwas, womit die Leute in der Branche umgehen können müssen. Wenn dein Gesicht nicht der Norm entspricht, hast du einen harten Kampf vor dir. Gaburi verstand das besser als jeder andere, aber trotzdem war es schrecklich und traumatisch. Im Gespräch mit den Medien erzählte sie von den Dingen, die die Leute sagten. Was mich daran ärgert, was die Leute über meinen Körper sagen, ist, dass sie annehmen, dass sie sich mehr um meine Gesundheit kümmern als ich. Das ist unmöglich. Es ist dir egal. Es ist nur wichtig, dass du eine Stimme hast und du denkst, dass deine Stimme etwas über mich aussagen kann. Aber ich sorge mich mehr, als irgendjemand wirklich weiß. Natürlich ist es mir wichtig. Mein ganzes Leben lang war es mein Körper und ich wollte keine Angst mehr haben. Und so fühlte ich mich schon seit einiger Zeit. Aber diese grausamen Worte fielen auch mit einer großen medizinischen Entdeckung zusammen. Gaburi entdeckte nämlich, dass sie Typ-2-Diabetes hat. Das ist eine Krankheit, bei der der Blutzuckerspiegel zu hoch ist. Das kann zu verstärktem Durst und Hunger führen. Du kannst sehr schnell ermüden, verschwommen sehen und die Art und Geschwindigkeit, wie dein Körper mit Infektionen und anderen Problemen umgeht, wird dadurch unglaublich langsam. Es ist äußerst wichtig, dass Typ-2-Diabetes unter Kontrolle gehalten wird. Unentdeckt kann der sogar tödlich sein. Es war der Weckruf, den sie so dringend brauchte. Zu Beginn ihrer Gewichtsreduktion wandte sie sich an einen bariatrischen Chirurgen, der ihr anbot, 80% ihres Magens zu entfernen. Das bedeutete, dass sie weniger Hunger verspüren wird und viel schneller satt sein wird. Natürlich war dies nur der erste Schritt auf einer langen Reise. Der nächste bestand darin, dass sie ihre Ernährung umstellt. Ursprünglich hatte sie Burger und Pommes gegessen, mehrere Flaschen Limo pro Woche getrunken. Aber jetzt ließ ihr stark geschrumpfter Magen solche Völlerei nicht mehr zu. Stattdessen aß sie kleinere Portionen und gesündere Lebensmittel. Wo sie früher zum Beispiel zuckerhaltige Getränke trank, genoss sie jetzt Wasser mit Eis und Zitrone. Das war nicht nur ein leckeres und erfrischendes Getränk für sie, sondern auch eine Möglichkeit, Giftstoffe auszuschwemmen und gleichzeitig hydriert zu sein. Gaburi reduzierte nicht nur die Menge an Fertiggerichten und Fastfood, die sie zu sich nahm, sondern aß auch zu angemessenen Zeiten. Statt zu unregelmäßigen Zeiten am Tag oder in der Nacht zu essen, hatte sie eine Routine von 5 bis 6 Mahlzeiten am Tag. Das klingt nach viel, aber die Portionen waren immer klein und das Essen sehr nahrhaft.
Außerdem trank sie immer 20 Minuten vor jeder Mahlzeit Wasser, um die Verdauung zu unterstützen. Im Erstgespräch mit einer Ernährungsberaterin hat sie herausgefunden, wie die perfekte Ernährung für sie aussieht. Wenn sie ihr Gewicht halten wollte, war es wirklich wichtig, dass sie die richtigen Lebensmittel zu sich nahm. Der Ernährungsberater sagte, dass sie viel Gemüse, Wurzeln, Getreide, Samen und Nüsse essen sollte. Außerdem empfahl er ihr, kleinere Teller zu kaufen. Das war seltsam und sie fragte nach, warum. Der Ernährungsberater erklärte ihr, dass es eine psychologische Studie über das Essen von kleinen Tellern gibt und dass es sich als äußerst nützlich erwiesen würde, um ihren Hunger zu zähmen. Denn die gleiche Portion Essen wirkt auf einem kleinen Teller größer. Das kann ein Sättigungsgefühl vorgaukeln, weil der Teller dann leer ist. Das ist sehr clever und etwas, das sie sich wirklich zu Herzen genommen hat und sich versucht dran zu halten. Aber wenn man die Psychologie des Abnehmens betrachtet, wie fühlte sie sich eigentlich auf der Reise? Na, wie sich herausstellte, war das fantastisch. Sie war nicht nur in der Lage, Dinge zu tun, die sie vorher nicht konnte, sondern sie konnte sich jetzt auch auf Rollen bewerben, die sie sonst nie bekommen hätte, als sie noch 136 Kilo wog. Die Verwandlung half auch, den Typ-2-Diabetes in den Griff zu bekommen, Gefühle von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und sogar Depression zu lindern. Die mentale Veränderung war durch den Gewichtsverlust unglaublich. Heute, ein paar Jahre später, fühlt sie sich fantastisch und sieht super aus. Nicht nur das, sie fühlt sich auch gesünder und hat viel mehr Energie. Die ganze Sache hat sie neu belebt. Wo sie früher 136 Kilo wog, wiegt sie jetzt nur noch die Hälfte davon. Was die Ziele angeht, ich habe jetzt ein Ziel und ich bin fast da, sagt sie in einem Interview. Und wenn ich es erreicht habe, setze ich mir ein weiteres. Ich gehe einfach von Ziel zu Ziel. Ich bin sehr vorsichtig, mit wem ich das teile. Mein Startgewicht und mein Zielgewicht sind etwas Persönliches, also behalte ich das für mich. Also das Gewicht, das ich hatte, das Zielgewicht, die Größe, die ich trage, all das muss bei mir bleiben. Denn wenn zu viele Leute damit zu tun haben, schalte ich ab und schaffe nichts mehr. Natürlich hat sie immer noch spezielle Essensroutinen und schwört darauf, dass sie damit ihr Gewicht hält. Außerdem geht sie immer noch regelmäßig zu einem Personal Trainer, der ihr hilft, in Form zu bleiben. Das ist eine unglaubliche Verwandlung, die diesem Star helfen wird, noch höher in den Hollywood-Himmel aufzusteigen. Die Menschen sollten sich an ihr ein Beispiel nehmen. Wenn sie es schafft und durchhält, um in ihrer Schauspielkarriere erfolgreicher zu werden, dann kann das jeder. Es braucht nur Entschlossenheit und harte Arbeit. Hätte Gabourey jemals geglaubt, dass sie zu der Zeit, als Precious veröffentlicht wurde, eine solche Veränderung durchmachen könnte? Wahrscheinlich nicht. Aber sie hat es geschafft und das sieht man. Jetzt bist du an der Reihe. Was hältst du von Gabourys unglaublicher, inspirierender Geschichte? Glaubst du, dass sich eine Änderung deiner Essgewohnheiten wirklich auf deine Gesundheit und dein Gewicht auswirkt? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Also, schreib sie uns in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.